Beim Arbeitsblatt 2 müssen wir Bilder aus dem Internet abspeichern. Wenn wir zum Beispiel auf Lungauer Leben gehen, dann können wir ein Bild auswählen und dieses mit der rechten Maustaste speichern. Rechte Maustaste und dann Bild speichern unter. Dann aufpassen, wo wir es hinspeichern wollen, zum Beispiel auf dem Desktop. Auf dem Desktop, der war eh schon eingestellt. Und hier einen Dateinamen vergeben, zum Beispiel Cas Noodle. Cas Noodle. Und dann speichern. Wenn wir ein anderes Beispiel nehmen, dann können wir wieder in der gleichen Art vorgehen. Rechte Maustaste, Bild speichern. Und da schreiben wir Steaks. Steaks. Diese Namen kann man selbst bestimmen. Die müssen dann einfach was sagen, wenn wir sie später verwenden wollen. Speichern. So einfach geht es. Machen wir noch ein drittes Beispiel. Nehmen wir zum Die Salzburger Nachrichten. Salzburger Nachrichten, salzburg.com sind die Salzburger Nachrichten im Internet. Ah, der hässliche Krieg. Rechte Maustaste. Ah, da können wir. Taste. Bild speichern unter. Speichern. Damit wollen wir diese Information abschließen.